Zwei Jubiläen in diesem Jahr. 100-jährige Dampflok fährt auf 150 Jahre alter Strecke. Sie feiert in diesem Jahr bereits ihren 100. Geburtstag. Und das sieht man der alten Dame gar nicht an. Mit ihren 1700 PS bewältigt sie noch immer eine der steilsten Strecken Deutschlands und das bei jedem Wetter. Die Bergkönigin, wie sie genannt wird, gehört zur Baureihe 95 und löste einst solche Loks wie die Mammut ab, die auf den von Roman Abt entwickelten Zahnstangenschienen fuhren. Immerhin waren 300 Meter Höhenunterschied auf der 14 Kilometer langen Strecke zu bewältigen. Die Bergkönigin wurde im November 1923 in Betrieb genommen und hatte bis 1988 ihren Einsatz bei der Deutschen Reichsbahn. Mithilfe von Landesmitteln erfolgte die Restaurierung der in Blankenburg stationierten Lok. Dass sie heute noch auf dem Streckennetz fahren kann, ist den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn zu verdanken, zu denen auch die der Traditionsgemeinschaft 503708 gehören. Die Arbeitsgemeinschaft war halt notwendig, um diese Sonderfahrten auf der Rübelandbahn und jetzt auch nach Halberstadt runter sinnvoll zu finanzieren und zu vermarkten. Also das ist erstmal eine preußische T20, die wird dieses Jahr 100 Jahre alt, heißt heute 95-1027-2. Die Besonderheit an dieser Lokomotive ist, dass sie eine dynamische Bremse hat, also wie beim Fahrrad im weitesten Sinne einen Rücktritt, eine Gegendruckbremse, und das ist eine Voraussetzung, um auf der Steilstrecke mit der Lokomotive fahren zu dürfen. Gibt es in Deutschland aktuell noch 3 Lokomotiven, die diese Bremseinrichtung haben, und die 95-1027 ist eine davon. Ja, na klar macht man das, weil es Spaß macht. Man liebt die Eisenbahn irgendwo und auch die alte Eisenbahn. Und dementsprechend versucht man das auch in seinem Hobby ein bisschen auszuleben. Und Heizertätigkeit ist eben dann die Form dazu. Also Heizer bin ich seit ungefähr 2018. Aber davor hat man natürlich auch schon viel mit der Eisenbahn zu tun gehabt. Einfach dran rumgeschraubt oder eben fotografiert. Das ist eben, ja, das hat man eben dann so gemacht. Und das hat eben auch dann zum Verein gebracht. Eben wenn man die Lok fotografiert hat und dann dachte ich, naja, könnte man ja versuchen mitzumachen. Zu Ostern fuhr die Lok wieder einmal von Blankenburg nach Halberstadt. Ebenfalls auf einer geschichtsträchtigen Strecke, die vor 150 Jahren ihrer Bestimmung übergeben wurde. Nachdem Halberstadt einen Eisenbahnanschluss erhalten hatte, wurde von der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahngesellschaft die Strecke nach Blankenburg gebaut, die im Frühjahr 1873 eröffnet wurde. Den Sitz hatte die Gesellschaft unter Leitung von Eisenbahndirektor Albert Schneider im noch heute existierenden Bahnhofsgebäude. Da die Deutsche Bahn das Haus nicht mehr nutzte, haben zwei engagierte Blankenburger die Immobilie gekauft, um sie vor dem Verfall zu retten. Ganz anders sah es hier Ende des 19. Jahrhunderts aus. Die Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke brachte nicht nur für die Industrie und den Bergbau, sondern auch für den Tourismus einen großen Aufschwung. Heute fahren auf diesen Strecken leistungsfähige Dieselloks. Die Dampflok wird seit 2010 wieder für touristische Sonderfahrten eingesetzt. Das Ziel ist letztendlich, touristisches Highlight weiter zu schaffen. A, in Richtung Halberstadt und B, andere Seite des Brockens, also sprich nach Rübeland hoch. Was ist in diesem Jahr noch so geplant? In diesem Jahr sind verschiedene Aktionen noch mal geplant, wie zum Beispiel ein Schausägewerk-Express. Da fahren wir praktisch von Blankenburg nach Rübeland. Und in Rübeland findet ein kurzer Bustransfer statt zum Schausägewerk. Dort kann man sich die alten Maschinen anschauen. Es gibt auch eine kleine kurze Schauvorführung. Und man kann sich auch angenehme Gespräche mit den alten Besitzern führen. Unter anderem wird diese wunderschöne Lok 100 Jahre alt. Das wird im November sein. Da werden wir auch wieder Halberstadt anfahren, Nikolaus Express und so weiter. Also viele schöne, interessante Sachen für jedermann.
Wir wünschen uns, dass wir eine feste Zukunft haben, weit über 2026 hinaus. Die Betreiber hoffen auch weiterhin auf viele Mitreisende, damit die Finanzierung der Lok gewährleistet wird. Dampflok-Romantik pur. So etwas gibt es nicht mehr häufig zu erleben. Die Finanzierung und die Auflagen für solche Fahrten werden leider immer größer.